Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn mit unseren Nobi the Kid. Ich muss immer aufpassen, unser Nob, der hat ja in den verschiedenen Spielen unterschiedliche Bezeichnungen. Nob ging noch ganz normal. Ich guck mal hier unten, wo noch was ist. Die anderen Bereiche haben wir auch inklusive Geheimgänge alle aufgedeckt. Ja? Hier in Titan Quest konnte ich ihn noch ganz normal als Nob bezeichnen oder Noob. Das ging dann bei Diablo zum Beispiel nicht mehr. Da war Nob nicht erlaubt. Aber Nobi, das ging, das konnten wir machen. War hier auch noch ein Geheimgang? Hier war nichts weiter. Doch, da war doch was hier. So. Ja, ansonsten bei hier Grim Dawn wollte ich nicht Nob bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hat mit Nob. Aber den habe ich dann einfach Nobi the Kid bezeichnet. Vielleicht auch so ein bisschen gekennzeichnet. Und was mir dann schon fast klar war. Oh, das ist auch nochmal eine interessante Stelle hier. Was mir dann schon fast klar war, bei dem aktuellen Spiel, was ich gerade mit ausprobiere, wo es auch schon einige Folgen gibt, und zwar Lost Ark. Ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe. Da ging Nob auch nicht von der Abkürzung, das war zu wenig. Nobi ging auch nicht, den Namen gab es dann schon, aber bereits der nächste Versuch. Nobi van Nob. Ich weiß gar nicht. Doch, ich weiß, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe nämlich auch hier diese Geschichte habe ich euch schon erzählt. Oder habe ich euch ganz kurz erzählt, dass es ja einige Länder in Europa gibt. Niederlande gehört dazu. Wo das Spiel Lost Ark nicht erlaubt ist. Wo es verboten ist. Und dann dachte ich, naja, wenn ich meinem Charakter einfach den Namen Nobi van Nob gebe, dann wird der sicherlich nicht auftauchen. Oder den wird es sicherlich nicht geben. Gab es auch nicht. Bin ich dabei geblieben. So, da muss ich mal aufpassen, was ich hier sage, in welchem Spiel ich mich gerade befinde. So, ich werde mal diesen Ätherkristall jetzt hier wegmachen. So. Ja, warum ist das Spiel unter anderem in Niederlanden verboten? Also zumindest habe ich das gehört oder gelesen, dass ihr ja quasi ja auch mit Geld, also mit Ingame-Währung oder so wie es immer so schön ist, es ist ja ein Free-to-Play-Game, also ihr müsst ja quasi für die Installation und für das Grundspiel ja nichts bezahlen. Also ihr könnt es auch ohne Geld spielen. Allerdings, logischerweise, niemand schenkt was. Das ist doch klar. Niemand hat irgendwas zu verschenken. Ist es üblich, dass man dann im Prinzip gegen Geld andere Dinge dann im Spiel selber kaufen kann. Ja, mögen es Ausrüstungsgegenstände oder Skins sein oder sonst irgendwie was. Also da gibt es dann auch die Möglichkeiten, die Entwickler zu unterstützen. Sicherlich muss man da aufpassen, liebe Leute. Ich möchte jetzt hier keine erzieherischen Maßnahmen vornehmen. Steht mir nicht zu. Sollte man natürlich damit auch vorsichtig umgehen oder vorsichtig sein. Kann man natürlich auch eine ganze Menge Geld ausgeben. Vielleicht auch Geld, was man nicht hat. Ne? Wahrscheinlich kann man da irgendwelche Dinge, habe ich noch nicht mich richtig mit beschäftigt, erwerben gegen Geld, wo man dann sowas wie Kisten oder ähnliches,
die man dann öffnen kann und wo dann zufällig irgendwelche Gegenstände rauskommen oder rausploppen, die vielleicht gut oder weniger gut sein können. Also so eine Art Glücksspiel, wenn man so möchte. Ne? So, und Glücksspiele bedürfen einer bestimmten Genehmigung, die anders aussehen, in Deutschland anders aussehen als unter anderem Holland zum Beispiel. Ja. Und so zählen zum Beispiel solche Free-to-Play-Spiele, beziehungsweise oder wo man für Geld dann wahrscheinlich irgendwas erwerben kann im Spiel und wo man eine gewisse Art von Glück braucht, was da rauskommt, einer bestimmten Lizenz. Und die braucht man hier in Deutschland und in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern eben nicht. Ne? Aber in einigen dann schon. Und dann ist auch so ein Spiel, wenn dieses Spiel, diese Lizenz oder der Entwickler oder Publisher oder wer auch immer diese Lizenz nicht besitzt oder nicht macht, dann sind die Spiele eben nicht erlaubt. Also so. So, so. Habe ich es mir dann erklärt oder erklären lassen. Ja. So mag es stimmen oder auch nicht, aber ich denke mal, das dürfte in etwa so dem Gelesenen oder Gehörten entsprechen. Aber keine Gewähr dafür. Diese Angabe ist ohne Gewähr. So, ja, wo sind wir denn hier? Immer noch im Untergrunddurchgang. Ja, natürlich immer noch, weil wir lassen uns hier Zeit. So, ich glaube, ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit auch alles aufgedeckt. Jetzt ändert sich so langsam die, naja, die Gegend ändert sich nun auch nicht unbedingt wieder. Da haben wir wieder eine Menge Ätherkristalle. Dann machen wir den Ätherkristall auch erstmal weg. Na, das geht doch alles noch. Hier haben wir noch einen. Ja. Ach, wirst du wohl. So, da haben wir hier noch einen Ätherkristall. Ja. Ja, irgendwie hatte Grim Dawn jetzt auch Geburtstag, ne? Habe ich bloß bei Steam gelesen. Könnt ihr nochmal sagen, wie alt? Oder ihr könnt ja mal schreiben, wie alt Grim Dawn jetzt ist. Aber da gab es jetzt nichts Besonderes. Muss es ja auch nicht. Ich meine, schließlich kriegt man ja häufig eher wieder ein Portal. Also wieder ein Rift, so ein Rift. Ein Labor. Okay. Auch hier war Inquisitor Creed, von dem wir ja schon einige Tagebücher haben. Also der ist schon ziemlich weit vorgedrungen. So, aber auch die werde ich hier nicht im Detail lesen. Ja, da müssen wir ein bisschen raus hier gehen aus dieser Suppe. Die kostet dann doch ein bisschen Lebensenergie. Oder aber ich glaube, ich war nichts weiter gewesen. Ja, jetzt ist ja nicht das Geburtstagskind, was ja hier immer Geschenke verteilen sollte. Also Grim Dawn, damit. Kann man hier nochmal lang, wa? Wir gehen mal hier rein. Wir gehen mal hier weiter. Kommt ja auf das Gleiche raus. So. Ups. Ach, da habe ich jetzt. Da war ich jetzt gerade bei Titan Quest. Den hätten wir gar nicht gebraucht. Aber. Der regeneriert, der Cooldown ist ja sehr, sehr gering. Der ist ja sehr klein. Das ist übrigens das, was mir doch so ein bisschen gefällt. Dass die Waffe, sprich also der Mörser an der Stelle, noch im Einsatz ist und der Cooldown schon vorbei ist. So, hier haben wir Notizen von einem Grahant. Grahant? Grahant? Die können wir ja mal lesen. Das können wir ja mal tun. Gleich. Er ist immer noch im Einsatz. Jetzt ist er kaputt.
Aber was dann auch okay ist, ist, dass man, ich glaube ich zumindest, das ist so in dem Spiel, den Mörser nicht mehrfach einsetzen kann. Vielleicht ist das ja möglich. So. Okay, wir können ja mal in diesem. Erstmal gucken wir mal. Doch, hier. 8 Punkte haben wir. So, Inquisitor Creeds Eintrag, die überspringen wir mal. Aber hier würden wir mal. Das geht ja, das geht ja, ne? Gentrans. Trans. Gentrans. Get Runs. Get Runs. Mit den Lesen, sehr schwierig. Notizen, erster Eintrag. Es ist unklar, warum die Ätherischen so sehr an Gewebeerhaltung interessiert sind. Einer meiner Arbeitskollegen hat behauptet, sie hätten vor, die menschlichen Leichen als Behältnis für ihre Besessenheit zu verwenden, wenn sie mehr von ihrer Art in unser Reich bringen. Tag und Nacht treffen Wagenladungen mit Leichen ein. Die schiere Menge ist gigantisch und langsam vermute ich, dass es nicht einfach nur hingerichtete Verbrecher sind, wie sie uns gesagt haben. Okay, hat also dieser Aufseher etwas damit zu tun, dass hier die Ätherischen auf diese Welt losgelassen sind? Aber man sieht das ja hier auch, ne? Hier. Liegen welche. So, und hier haben wir noch so eine Behältnisse. Wohnquartiere. Ja, also langsam muss ich wirklich mal was mit meinem Bart machen. Also jetzt bin ich wirklich im wahrsten Sinne der Beardman. So, und haben wir den nächsten Eintrag. Da haben wir die zweite Notiz. Also jetzt bin ich ja doch ein bisschen neugierig. Schauen wir uns doch mal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir kämpfen uns hier langsam durch. Wohnquartiere, okay. Ja, das geht auch noch. Okay. Der zweite Eintrag. Heute haben wir mit Phase 2 unserer Versuche begonnen. Ja, mach da mal dein Ding. Aber die Ergebnisse waren nicht so wie erhofft. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die Leichen mit minimaler, meist äußerlicher Verschlechterung über Monate, vielleicht Jahre hinweg fortbestehen können. Unser ätherischer Aufseher, okay, schien zufrieden zu sein und er oder es platzierte unerwartet seine Hand auf eine der Leichen und setzte einen Funken ätherischer Energie frei. Das Ding bewegte sich, als ob es wieder lebendig wäre. Es war ein entsetzlicher Anblick. Ich finde es jedoch viel beunruhigender, dass diese Leichen eindeutig nicht für ätherische Wirte vorgesehen sind. Ich habe erfahren, dass sie lebende Wirte bevorzugen. Die schiere Anzahl an Leichen, die sie hier durchschleppen, deutet darauf eine weitaus schlimmere Umsetzung hin. Eine Armee. Okay. So. Eine Kiste. Aber Eisenstücke drinne. Ja, da scheint ja auch schon eine Armee zu sein. Ne? Hier dieser fleischverformte Wächter. Da haben wir noch was. Hier haben wir. Ah, das ist Grantard. Der Betrogene. Das ist der hier die. Der die Notizen geschrieben hat. Grantard, wie siehst du aus?
Okay, haben wir erledigt. Okay. Ach, hier hat er noch einer. Der letzte Eintrag, der dritte oder der letzte? Hm. Schauen wir mal. Letzter Eintrag. Ach, Gerrit Harz. Ach, wie auch immer. Ja. Dies wird mein letzter Eintrag sein, da ich beschlossen habe, mein Leben zu beenden. Ich bringe es nicht mehr über mich, diese abscheulichen Experimente noch länger durchzuführen. Durch meine Handlung könnte die Menschheit bereits dem Untergang geweiht sein. Obwohl ich mich lange von meinen Kollegen gemieden gefühlt habe und dachte, dass die Ätherischen mir etwas Größeres bieten könnten, kann ich kein Teil mehr davon sein. Ich fürchte, wenn sie meinen Körper finden, werden sie mich für ihre Experimente benutzen, deshalb muss ich diskret sein. Als eins dieser Dinger zurückkehren wäre unerträglich. Das hat leider nicht geklappt. Er war letzten Endes dann doch ein Ätherischer. So. Es geht nur in eine Richtung, nur dieser Gang. Naja, da können wir aber auch links oder rechts gehen. Wir gehen erstmal rechts lang. Ja. Dann gehen wir mal hier rein. Das Fleisch verformt da. Schlechter, nicht schlechter. So. Tja, da ist kein Mensch mehr übrig. Alles nur noch, so wie es aussieht, ätherischer. Da kommen wir nicht weiter. Müssen wir wieder zurück. Da haben wir noch eine Kiste. So. Na, kommen wir hier durch? Na. Das versperrt uns den Weg. So, dann hauen wir einfach mal den Sessel weg. Also manche Gegenstände, die kann man dann auch, so wie diese Uhr hier. Jetzt tickt sie auch nicht mehr. Kann man dann auch so weghauen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass dann hinter solchen Gegenständen dann auch noch versteckte Utensilien sind. Hier ist auch eine Barriere gebaut. Kann man die Barriere wegmachen? Na, nee, geht nicht. Nee, das geht nicht. Okay. Also, geht's hier nur links lang? Jetzt nach oben. Ja. Die verlassenen Lagerräume. Also auch uns schadet das Feuer noch am meisten, so wie das aussieht. Wohnquartiere. Ne, wir gehen erstmal hier runter. Haben wir wieder Spinnies. So, und hier haben unheilvolle Höhle. Und hier haben wir jetzt einen weiteren Geheimgang. Hm. So, die Spinne, die will nicht das... Ach, da haben wir ja noch eine... Komm, dann werden wir erstmal kurz die Spinnies hier beseitigen. So, unheilvolle Höhle.
So, aber was wir trotzdem mal machen werden, wir haben hier 8 Attributpunkte übrig. Wir haben ja bisher alles in Konstitution reingesteckt. Das werden wir auch weiterhin erst einmal tun. Wie viel lasse ich denn übrig? Ich mache mal noch 2. Ich lasse mir mal 5 Punkte mit übrig. So. Nun sollten wir uns hier von der Gesundheit vielleicht etwas besser, naja. Ob das nun so eine direkte Auswirkung hat? Oh, das gibt viele Eisenstücke. So, hier geht's nicht weiter. Ja, man kann diese Geheimgänge dann noch etwas schemenhaft ausmachen. Wenn man ganz genau auf die Karte schaut, sind dann doch eine etwas hellere Schatten zu sehen, die einen so ein bisschen den Weg weisen. Und dieser geheime Bereich ist dann doch etwas größer. Ja, hier sieht man hier im Prinzip den, weiß ich nicht, ob ihr das seht hier. Ja, so. Ja, hier seht ihr im Prinzip so ein bisschen schemenhaft den Gang. So. Da haben wir dann auch eine etwas größere, hier ein herausragendes Versteck. Forscherfußpolster. Ich glaube, ich, wie der Name so klingt, bringt uns das auch nichts. Ja, das können wir ja auch noch mal wieder einsammeln. Ja. Seht ihr das? Da können wir uns wieder versuchen. So, hier ist ja. Ja, das probieren wir, ne? Wir haben hier wieder ein verlassenes, ätherverformtes Totem. Haben wir eigentlich noch genug Tränke? Ja, haben wir. Ja, das werden wir jetzt versuchen, ne? Randern. So, steht auf, kommt her. Da schießen ja sehr welche. So war's das. Komm erstmal raus hier kurz. Na gut. Blutrotes Herz, eine Mida. Das könnte uns Gift- und Säurewiderstand. Das könnte was sein. Das könnte was sein. Okay, jetzt können wir nicht mehr einsammeln. Dann werden wir mal ein Portales Rift. Wo ist denn das jetzt? Hier unten. So, ein Portales Rift öffnen. So, dann kehren wir natürlich immer nach Devil's Crossing. So, und dann werden wir ein bisschen verkaufen. Ich muss mal gucken, diese Forscherfußpolster geben etwas mehr. Ist ein Set-Gegenstand. Das ist ein Set-Gegenstand. Aber Forscher klingt nicht so nach uns. Das ist uninteressant, das machen wir weg. So. Was wollte ich noch gucken? Ah, die Hose, dieser Beinschützer.
Den können wir jetzt anlegen, aber gucken wir mal. Oh ja, das sollten wir. Stahlring, der geht uns dann verloren. Aber durch die Jacke haben wir ja auch noch den. Nee, haben wir nicht. Wir würden den Stahlring verlieren, wenn wir den Beinschützer anlegen. 8% auf alle Schadenstypen. Der gibt uns mehr Leben. Die Angriffsqualität wird besser. Die Verteidigungsqualität insgesamt auch, aber wir verlieren sehr viele Widerstände. Das gefällt mir nicht. Wir haben eine Hose an, die hat zwar eine kleinere Rüstung, aber die Widerstände, die sind wesentlich besser. Und deswegen verkaufe ich die. Den Schild brauchen wir auch nicht. Obwohl, den behalten wir mal noch. So, was machen wir noch? Alles das, was wir nicht brauchen. Haben wir hier noch eine Pistole? Die machen wir auch weg. Die brauchen wir nicht. Geist erforderlich, Geist erforderlich, das kann weg. 173, ne, die ist, da ist die, die wir haben, besser. Aber hier wollte ich gucken, ob wir das blutrote Herz anlegen. Das also Gesundheit wird auf jeden Fall mehr. Die Konstitution nimmt aber ab. Die Raffinesse nimmt auch ab. Wir legen mal das blutrote Herz an. So, das machen wir mal und können das ja zur Not dann wieder tauschen. Naja, hier diese grünen. Also so eine Stiefel könnten wir ja auch nochmal... Na, wisst ihr, Leute, was wir machen? Ich hau das Zeug jetzt hier mal weg. Obwohl hier das 24 Rüstung. Betäubungsbomben haben wir jetzt nicht. Element der Widerstand. Also so ein Gürtel könnten wir ja auch mal austauschen. Na, wir lassen einfach mal den alten noch mit angelegt. Ein Schulter. Elementarschaden. Ah, das machen wir weg. Hier haben wir noch einen blauen Ring. Gewährt Flammenring. Eine Zaubergeschwindigkeit. Elementarwiderstand. Vielleicht können wir dann einfach mal diesen. Ich schau mal, was das für eine Wirkung hat. Der Schaden nimmt zu. Ja, aber auch die. Ich mach den weg. Auch die Widerstände. Also ich will die Widerstände hier drinnen lassen. So, wir haben nur eine Tasche. So, das kann noch weg. 139. 139. Schau mal kurz nach, wie sich die Werte verändern. Also der Schaden steigt etwas, der Rüstungswert logischerweise auch. Geist wird größer, das andere bleibt. Komm, dann machen wir das einfach mal. Wir tauschen mal den Helm aus. Und dann würde ich noch etwas tun wollen. Ich würde das gerne nochmal mit den Suchen ausprobieren. Und zwar, weiß ich nicht, ich wechsle mal hier rüber in die Gemeinschaftskiste. Und dann haben wir ja hier das ganze Zeug. Ja, das ganze Zeug rumzuliegen. Und wir haben hier noch ein paar, ich würde hier einfach mal was aufpacken.
Ich würde einfach mal was raufpacken, gerade wenn wir uns jetzt so langsam dem Ziele nähern, dem Aufseher nähern. Ne? Um diese Widerstände hier hochzujagen, was fehlt uns denn eigentlich? Also ich glaube, der Giftwiderstand ist jetzt auch ganz gut, aber so Blutung und Durchschlag. Ich mach mal hier mit den. Ich schreibe hier mal Blutung mit hin. Ich glaube, das hatte ich schon mal getan. Blutung und dann Blutungswiderstand. Vielleicht haben wir jetzt ja ein bisschen mehr. Also die ganzen Ringe, die hier sind, das Amulett Heuschrecken Edelstein. Den können wir anlegen. Der hat nämlich Blutungsschaden. Nee, den brauchen wir nicht. So. Hier ist auch Blutungsschaden. So, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. So, dann gucken wir mal hier. Blutungswiderstand. Wir haben hier Blutungswiderstand mit bei die Schriftrolle. Ach, die haben wir ja auch schon hier auf den Panzerhandschuhen mit drauf. Verbessert alle Handrüstung allerdings. Das nützt uns also nichts. Was haben wir hier? Gesegneter Wetzstein. Oh, Köpfen. Gewährte Fähigkeit Köpfen. Verbessert alle Äxte, Schwerter, Gewehr und Armbrustbild. Ist das eine Axt hier? Das ist ein Schwert sogar. Schwerter auch. So, Durchschlagschaden, Blutungsschaden. Ah. Das können wir nicht anlegen. Da für Spielerstufe 32 erforderlich. Und das hier, auch Blutungsschaden. Verbessert alle Waffen, Schilde und Zaubernehmhand. Durchschlagschaden, Blutungsschaden und dann aufspießende Waffen. Diese Fähigkeit muss aktiviert werden, damit sie ihre Wirkung behält. Ach, Bonus für alle Kreaturen ja auch. Aber wir haben einen nochmal höheren Durchschlagsschaden. Und den können wir für unsere Waffe hier ganz gut gebrauchen. Das werden wir einfach mal tun. So, 1,135 machen wir. 1,165. Na gut, okay. Kleinvieh, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Gut, dann haben wir das mal mit drauf. Ja, wir hätten jetzt hier auch was mit Feuer raufpacken können. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller. Aber ich glaube, jetzt ist es aber zu spät. Aber ist nicht weiter so schlimm. Ich gebe mal Feuer mit ein. Feuer. Da haben wir eigentlich hier nur die versengende Glut. Aber hier ja auch, ne? Ja, die teufelsberührte Munition wäre natürlich auch gut. Die wäre sogar noch besser. Die können wir schon mit anlegen. Da würden wir nochmal Feuer- und Verbrennungsschaden machen. 1,165. Wisst ihr, Leute, das mache ich jetzt einfach mal. Oh, wo kann ich denn das überhaupt machen? Ich überlege gerade. War das beim Schmied gewesen? Also hier kann ich ja irgendwas herstellen, ne? Habe ich noch nicht gezeigt, werde ich noch tun. Aber wo war denn das gewesen? Geht das überhaupt? Jetzt muss ich mal wirklich nachdenken. Kann ich... wie so ein Mystiker bei Titan Quest... da muss ich jetzt wirklich überlegen, ob das geht. Ja, hier, bei den, nicht bei den Kasparov, hier bei den Lehrlingen, da geht's. Beim Lehrling geht das. So, ich möchte, den Gegenstand zurückhaben. Von den Komponenten habe ich genug. So, und dann machen wir mal die teufelsberührte Munition, hieß die damit drauf. 1,165 hatten wir an Schaden pro Sekunde. So, dann nehmen wir mal die teufelsberührte Munition. 1,135 aktuell. Nein, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach, kann nur Gewehre, Armbrüste und Zaubernebenhand machen. Ich hätte mal lesen sollen. Aber jetzt ist es egal. Jetzt packen wir das hier rauf. 1,178. Also da wir als Sprengmeister unterwegs sind, ist hier etwas mehr Power jetzt hinter. Also war nicht ganz so verkehrt gewesen, das zu tun. So, aber wir sind hier immer noch nicht weiter. Ich beeile mich mal, wir sind jetzt bei über einer halben Stunde.
Aber ich wollte die Folgen ja etwas länger machen. Ne? Wir haben hier noch ein paar Gegenstände, die wir verbessern können. Es geht ja in der Zwischenzeit ja auch hier, dass wir hier blaue Gegenstände verbessern können. Ich glaube, mit Blutung kann man nichts weiter tun. Ne? Also wir waren ja bei Blutung. Nee, brauchen wir gar nicht gucken. Blutungswiderstand haben wir nur hier für die Panzerhandschuhe. Also diese unheilige Inschrift. Genau. Was brauchen wir denn noch? Durchschlagswiderstand. Wir lassen mal bei Schlag. Durchschlagswiderstand. Tja, geht leider nicht. Spielerstufe 27. Das andere war Durchschlagsschaden. Das ist jetzt alles weg. Widerstand. Haben wir nur eine Komponente und die verbessert lediglich Schilde. Und auch ein Schild haben wir gerade nicht. Also auch da können wir nichts tun. Da können wir auch nichts tun. Muss also schwach bleiben. Was haben wir noch? Lebenskraft und Ether. Ether wäre gut. Ether. Wir kämpfen ja gegen Ätherische gerade, ne? Ether. Na, das gibt's doch wohl nicht. Also auch hier, Spielerstufe 4. Eine Stufe fehlt uns dann nur noch. Eine Stufe fehlt uns was. Kopfrüstung können wir dann verbessern. Wir können also... Da haben wir nur zwei. Da haben wir nur zwei, ja? Das lassen wir mal mit drin. Sobald wir Stufe 24 sind, vielleicht schaffen wir das noch vor den Aufseher, dann können wir die Kopfrüstung noch verbessern. Ja, dann war es das hier fast. Da Chaos vielleicht noch, aber Chaos-Gegner haben wir gerade nicht. Lebenskraft könnte noch okay sein. Und was haben wir hier? Lähmungswiderstand? Lähmungswiderstand. War da was? Lähmungswiderstand? Das ist für Schilde. Und was haben wir? Lähmung. Da lähmen wir das Ziel. Das ist für Amulette. Stromschlagschaden. Wisst ihr, das werden wir einfach mal tun. Genau, 1180. Dann tun wir hier einfach mal auf dieses Teil hier was rauf, damit wir wenigstens ein bisschen... Wir können ja das alles mal auslagern hier. Das macht das Spiel übrigens ganz gut, wenn wir hier... jetzt können wir das nicht mehr einlagern. Hier noch und das hier noch. So, jetzt haben wir auch mal ein paar Gegenstände hier ausgelagert. So, schön. Jetzt haben wir ein schönes, reines Inventar wieder. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ah, dass wenn wir hier Artefakte finden, dann verbinden oder Komponenten finden, dann verbinden die sich automatisch. Das muss ich nicht extra tun. So, wir könnten jetzt noch mehr machen. Was können wir denn eigentlich noch mit anlegen? Was ist denn das hier? Wir können ja Konstitution verbessern. Dann tun wir das einfach mal und packen einmal das hier rauf. Was können wir denn noch machen? Hiermit erzeugen wir Säureschaden. Das lassen wir mal. Hiermit können wir das Leben. Genau. Hiermit können wir unser Leben... Das machen wir hier nochmal... auf der Schultergeschichte doch mal mit drauf, damit wir hier einfach ein bisschen mehr Leben haben. Was haben wir denn noch? Leben und die Verfassung wird besser. Was ist das? Auch hier prozentual können wir mehr Leben. Das können wir hier auf ja. Dann haben wir hier schon 3000. Wollen wir noch einmal machen? Machen wir noch einmal. Wir haben ja genug davon. So. Was können wir noch tun? Mit dem Durchschlag, das hatten wir schon. Das mit der unheiligen Schrift, das geht ja nur bei Handrüstung. Das haben wir auch gemacht. Die Stacheln, Durchschlag. Das geht auch nur für Waffen.
das haben wir schon, den gezackten Stachel haben wir schon. Chaos-Schaden und Chaos-Widerstand brauchen wir nicht. Hiermit verbessern wir die Stiefel. Da können wir unsere... So, damit können wir uns ein bisschen schneller machen. So, und ich glaube, dann sind wir ganz gut ausgerüstet. Um bald unseren... Ja... Bossgegner zu begegnen. So, springen wir hier mal zurück zu unserem Portal. So, genau, da sind wir wieder. Na? Wir sind hier aus dieser geheimen Höhle raus. Da gehe ich jetzt gleich nochmal mit rein. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge mit an. Bis dahin, macht's gut. Euer Beard, euer Beard mit. Tschüss, Leute.